Willkommen YouTube, Obi-Wan Damme hier. Wir sind immer noch auf dem Planeten Typhon und haben gerade das Dorf Kalikori erreicht. Bevölkert von Twi'lek Pilgerern, wie uns bereits gesagt wurde. Bevor wir mit den ersten Leuten sprechen, holen wir uns schnell da den Binding Point und den Flugpunkt. Das wäre damit unser Filter, wunderprächtig. Und dann sprechen wir als nächstes mit Bashen. So wie uns aufgetragen wurde. Und schauen mal, was der uns zu sagen hat. Macht noch ein Fass auf. Oder drei. Das Fest findet nur einmal im Jahr statt. Und unser Lager kann es verkraften. Ist auch gut so. Wir haben einen ungebetenen Gast. Ich sehe schon. Fest des Erwachens, Jedi. Ihr seid hier nicht willkommen. Entschuldigt die Unterbrechung. Meisterin Yuan Parr lässt fragen, ob ihr einen Jedi-Holoprojektor gesehen habt. Ach, wenn Yuan Parr fragt, sollten wir wohl versuchen, uns zu erinnern. Ein Holoprojektor. Ja, ich weiß, was ihr meint. Nalin hat einen gefunden. Nalin Raloch. Vielleicht habt ihr von ihm gehört. Habe ich nicht. Aber es klingt, als hätte er einen Ruf. Nalin Raloch. 9 Jahre in Folge Champion bei den Duellen. Er hat mal einen ganzen Spähtrupp ganz alleine vor den Fleischräubern gerettet. Er hat unsere Verteidigung geplant. Schützt uns, wenn wir auf Nahrungssuche gehen. Ohne ihn gäbe es nicht einmal das Fest. Und nein, ich werde euch nicht sagen, wo er ist. Nalin verdient Ruhe und Frieden. Die Daten des Hologramms sind nicht sicher. Nalin muss gewarnt werden. Oder wollt ihr riskieren, dass ihm etwas zustößt? Nalin kann auf sich selbst aufpassen. Gegen Fleischräuber sicher. Aber diese Jedi-Technik ist manchmal seltsam. Nun gut, Nalin ist in das Gebiet der Fleischräuber gegangen. Vermutlich ist er noch dort. Er ist schon eine Weile fort. Dann sollte ich nach ihm suchen. Genießt euer Fest. Ich glaube, Nalin hat dort draußen ein Lager. Wenn ihr ihn seht, sagt ihm, er soll zum Festschmaus kommen. Alles klar, das machen wir gleich. Zuvor holen wir uns noch die restlichen Sidequests, die es hier zu holen gibt. Fangen wir an. Ihr kommt zu spät, Jedi. Wie immer. Die Fleischräuber waren schon da. Sie haben ihre Opfer bereits gefordert. Mein Vater kannte diese Berge. Er half, die Patrouillen zu führen, so gut er konnte. Aber als die Fleischräuber aufkreuzten, schaffte er es nicht nach Hause. Er war nicht mehr jung, aber er verdient etwas Besseres, als zerfleischt zu werden. Habt Mitleid, Jedi. Findet ihn. Tötet die Räuber, die sich euch in den Weg stellen. Ich ziehe es vor, zu verhandeln. Aber ich werde euren Vater finden. Mit Fleischräubern kann man nicht reden, Jedi. Sie denken nicht wie wir. Sie interessieren sich nur für Blut. Falls ihr ihn findet, wenn er verletzt oder verwirrt sein sollte, erkennt ihr ihn an seinem goldenen Familienring. Von dem würde er sich nie trennen, solange er lebt. Darum kümmern wir uns natürlich. Bleiben noch 2 Quests übrig. Mal hier oben. Cooler Name. Kommt her, Jedi. Leiht einer bescheidenen Dienerin der Matriarchin euer Gehör. Ich versichere euch, eure anderen Angelegenheiten können warten. Mein Name ist Vedariat Ayon. Ich kümmere mich um die Körper und Seelen der Dorfbewohner und ich habe eine Bitte. Ich spreche von den Fleischräubern. Sie werden in letzter Zeit stärker und ich weiß wieso. Mein Interesse ist geweckt. Die Fleischräuber haben Experimente gemacht. Sie haben ein Elixier entwickelt, das sie unbändig macht. Wenn sie es trinken, werden sie rasend. Sie bekommen Schaum um den Mund und stürzen sich wie hungrige Tiere auf ihre Beute. Es ist eine widerwärtige Medizin, primitiv und unheilvoll.
Woher stammt dieses Wissen? Die Räuber nahmen einen unserer Krieger gefangen. Er konnte fliehen und ich habe ihn gepflegt. Er hat mir alles erzählt, was er dort erfahren hat. Wir sind zu wenige, um die Fleischräuber direkt anzugreifen. Nicht einmal die Jedi könnten diese Ungeheuer auslöschen. Aber mit Hilfe unserer Krieger könnten die Jedi die Höhlen der Fleischräuber erreichen und die Bottiche mit dem Elixier vernichten. Ich sorge dafür, dass es geschieht. Ich danke euch dafür. Odumis Mea weiß, wo die Bottiche lagern. Er ist unser Wachhauptmann. Redet mit ihm, um die Geheimnisse der Räuber zu erfahren. Odumis Meer. Ich habe keinen Plan, wo der ist. Aber den werden wir schon finden. Moment, zuerst machen wir noch diese Sidequest hier. Dann fangen wir an. Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ich bin Yulef Fahn, Meister der Rituale. Willkommen. Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Dann hat man euch noch nichts erzählt. Entschuldigt. Viele eurer Freunde, die Padawane, kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Wer ist Kolovish? Worum geht es in dieser Zeremonie? Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin, jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Ihr müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Dann geht und entzündet jedes der Signalfeuer entlang des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr Kolovish begegnen. Alles klar, ich glaube, damit fangen wir jetzt einfach mal an. Wie ihr sehen könnt, ist unsere Fackel hier drüben in den Missionsgegenständen-Inventar gelandet, nimmt keinen Platz im regulären weg. Und jetzt tun wir das einfach mal an. Der Kerl hat zwar eben gerade was davon erzählt, dass die Fackel nur eine kurze Zeit brennt, aber ich konnte bisher noch nicht, also bei keiner dieser Quests, wo es scheinbar um Zeit, oder wo die Zeit scheinbar begrenzt ist, erkennen, wann diese Zeit abläuft. Also es gibt nirgendwo einen Timer, weder hier im Questlog noch irgendwo auf den Items. Ich weiß nicht, ob das intern irgendwie eingebaut ist oder vielleicht einfach im Moment gar nicht implementiert, keine Ahnung. Aber, naja. Wir machen es einfach direkt, so wie er es gesagt hat. Haben wir keine Schwierigkeiten. Das hier oben ist ein starker Mobgegner. Ein starker Mobgegner, wie auch immer. Zu erkennen an dem silbernen Symbol. Und, naja, allein schon in seiner Optik. Den werden wir uns jetzt als erstes mal kümmern. Wie ihr gerade gesehen habt, zeigen sich diese starken Gegner relativ unbeeindruckt von, bewegungseinschränkenden Effekten oder Betäubung. Hier steht auch drin, schwach und normale Gegner werden 3 Sekunden betäubt. Das heißt, das wirkt alles nicht auf diese starken Mobs, die wir gerade begegnet sind. Was die Sache hier immer etwas actionlastiger gestaltet. Da sich eben diese starken Mobs nicht einfach aus dem Rennen ziehen lassen. So wie ihre normalen und schwachen Artgenossen. Und der hat doch ordentlich draufgehauen. Ich glaube, bis zum halben Leben hat der uns runtergeknüppelt. Geholfen hat ihm trotzdem nicht viel. Okay.
diese Reihe von schwachen Gegnern lassen sich die AOE-Fertigkeiten immer sehr schön einsetzen. Vielleicht kommen wir hier um den Kampf drum rum. Jawohl. Hier auch. Und da ist nochmal so ein starker. Starke Gegner lasse ich mir eigentlich nie entgehen, da die immer besseres Loot und mehr Erfahrung bringen als der Rest. Aber Trashmob, wenn jetzt nicht gerade ein Bonus da ist. Oh, ich sehe gerade, hier ist ein Bonus da für Sklavenhändler. Mal gucken, ob wir noch ein paar Sklavenhändler finden. Normalerweise lasse ich die Trashmobs dann ab und zu mal links liegen, was nicht unbedingt sein muss. Ah, hier sind noch Sklavenhändler, alles klar. Geht's. AOE-Attacke reicht leider nicht ganz. Komm her. Um die Kerle auszuschalten. Aber gut. So. Hier war das vierte Feuer. So, jetzt müssen wir mit Kolovi sprechen und sobald wir mit ihr gesprochen haben, ist diese Quest hier abgeschlossen. Das heißt, dann verschwindet auch der Bonus. Wenn wir bis dahin den Bonus nicht erfüllt haben, können wir das auf dem Rückweg auch nicht mehr tun. Das heißt, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier noch einen Sklavenhändler auf dem Weg treffen. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eben gerade Mist gebaut, indem ich die Mobs ausgewichen bin, aber naja. Den einen Bonus können wir jetzt auch mal verzichten. Schicken Turm hat die Dame. Schauen wir mal, was die so zu erzählen hat. Los. Oh Gott, ist das ein hohes Teil. Ah, lassen wir schon. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolovish, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Ihr seid der Grund, weshalb die Pilger nach Tython gekommen sind. Meine Lehren verärgerten unsere Herrscher. Sie verachteten unsere Lebensart und weigerten sich, die Autorität der Matriarchen anzuerkennen. Auf Tython können wir unseren Sitten in Frieden nachgehen. Sogar die Fleischräuber können unsere Gesellschaft nicht zerstören. Nicht für immer. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Es ist mir wirklich eine Ehre. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Kann ich irgendwie helfen? Erinnert euch an uns und an unsere Sitten. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. Perfekt, und das erste Paar Handschuhe. Und Stufe 4 haben wir auch noch. Wunderbar, das hat sich gelohnt. Schauen wir mal, ob wir hier runterspringen können. Ich glaube schon. Autsch. Diese Rolle ist total stylisch. Wann immer ihr Fallschaden erleidet, der eine bestimmte Höhe überschreitet, rollt der Charakter sich automatisch so stylisch ab. Finde ich gut. So. Jetzt mache ich mich auf den Weg zurück ins Dorf. Das hier war eine Sackgasse. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück in Kalikori. Diese Arbeit wäre erledigt und jetzt machen wir uns auf die Socken in Richtung Fleischräuberterritorium. Die bewachen schon mal einen Teil davon, des Eingangs. Aber wir müssen, glaube ich, erst noch mit dem Wachmann hier reden. Mit dem Hauptmann. Mit dem lustigen Namen. Mr. Odomis Meer.
Dann sollten wir vielleicht auch noch schnell einen Händler aufsuchen. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch herführt. Vedaria schickt euch zu mir. Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt, nicht wahr? Davon, dass es die Fleischräuber stark macht. Vedaria sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Ich bin nicht hier, um mit euch zu verhandeln. Sagt mir einfach, wo ich das Elixier finde. Aber ich kann euch Credits zahlen. Republikanische Credits. Mehr als Vedaria euch bieten wird. Das Elixier kann unsere Wachleute stark machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Ich werde euch nicht helfen, den Pilgern das Elixier zu geben. Na schön. Hört auf ein altes Weib und vernichtet das Elixier. Das Blut der Pilger wird an euren Händen kleben. Das Elixier ist in den Höhlen auf der anderen Seite des Dorfes zu finden. Doch ich bezweifle, dass ein Jedi auch nur in die Nähe der Bottiche kommt. So. Immer diese seltsamen Hintergedanken bei den Leuten hier. Alles klar. Dann machen wir uns jetzt mal auf in Richtung des Fleischräuber-Territoriums. Mal, hier geht's los. Die Kollegen sind immer noch friedlich. Okay. Also, den Vater suchen, Fleischräuber besiegen. Ach, gibt genug zu tun hier. Hier sind wir wohl eine Weile beschäftigt. Wenn alle wirklich nur wilde Bestien sind, dann frage ich mich, warum die mit Blasterpistolen durch die Gegend rennen. Und an alten Wracks rumbuddeln. Irgendwas stimmt hier nicht. Hallo Bestienführer. Schutzschilde tragen die auch in sich rum. Das ist nicht normal. Ich glaube, wir haben den Vater gefunden. Der sieht nicht so gesund aus. Sie haben mich gefunden, oh Matriarchin. Vergebt mir. Die Fleischräuber sind hier. Ich kann sie nicht abwehren. Die Patrouille ist zu weit weg. Ich kann nicht. Lebe wohl, mein Sohn. Matriarchin, lebt wohl. Blödes Schicksal. Aber da können wir jetzt leider auch nichts mehr dran ändern. Fleischräuber-Schamane. Ah, das klingt schon eher nach wilden Bestien. Aua. Geht noch? Hier. Der Kerl hat auch ein Schutzschild. So, und ich glaube in diese Höhle als allererstes mal rein. Okay, und hier ist auch schon das erste Elixier. Tönkrüge kaputt als Jedi. So, ab in die Höhle.
Und hier sollte es dann hoffentlich... Jawohl, hier gibt es noch mehr Elixier drin. Und hier, denke ich, können wir auch unsere Bonus zu Ende bringen. Ja, 5 fehlen noch. Hier sind schon mal 4. Vergessen den Händler aufzusuchen. Mehr Sachen, die wir nicht tragen können. Verdammt nochmal. Noch ein Schamane. Der sich auch nicht so leicht umhauen lässt wie der Rest der Kerle hier. Irgendwie kein Glück mit der Rüstung. So, uns fehlen noch 2 von diesen Krügen. Da sind auch schon alle beide da. Das Vieh geheilt, das ist ja genial. Noch 1. Das wäre es gewesen. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch nach Nalen Ralochs Lager suchen und das sollte irgendwo hier draußen. Okay, ich habe die zweite Höhle gefunden. Da müssen wir rein. Und das ist auch gleichzeitig unsere Klassenquest. Habe ich ganz vergessen. Also nicht einfach nur irgendwelches Beiwerk, sondern das wird unsere Story vorantreiben. Sind diese Klassenabschnitte immer an diesen grünen Eingängen, dann kann sich immer nur ein Botschafter oder eine der entsprechenden Klasse, nur ein Charakter davon drin aufhalten. Man kann allerdings seine Gruppe einladen, mit hineinzukommen, vorausgesetzt es findet sich keine nicht die gleiche Klasse noch einmal in der Gruppe, der muss dann leider draußen bleiben, aber ansonsten kann man alle mitbringen und die ganzen Abenteuer hier drin auch zu zweit bewältigen. So, jetzt müssten wir noch Rajivaris Hologramm besorgen. Das ist da drüben am anderen Ende. Eine schicke Höhle. Oh, was hängt denn hier rum? Welche Fleischspieße oder sowas. Nicht schlecht. Okay, der Kerl ist echt ein Champion. Steckt sich gerade sein Lager mitten im Fleischräuber-Territorium. So, wo ist der blöde Kanister, den wir suchen? Ah, hier. Ihr macht viel Lärm. Ich komme wegen eines Fleischräubers hier und finde einen Jedi-Padawan. Ich bin hier, um zuzuhören, um zu denken, mitten unter den Toten, um für mein Volk zu kämpfen. Warum seid ihr hier? Meine Meisterin hat mich geschickt. Ich soll Rajivaris Holoprojektor zurück zum Tempel bringen. Ich bin Nalen Raloch. Die anderen im Dorf erfinden Geschichten über ihren legendären Beschützer. Aber sie verstehen nicht. Sind die Fleischräuber vernichtet? Nein.
Mein Volk wird nicht sicher sein, bis ich ausgelernt habe. Tythons Relikte bergen noch immer Lektionen. Ich höre zu. Ich kann Dinge tun, von denen ich nicht zu träumen gewagt hätte. Ich werde der Beschützer sein, den mein Volk verdient. Helft dem Dorf Kalikuri, wenn ihr wollt. Aber Rajivaris Holoprojektor hättet ihr nicht nehmen dürfen. Tython ist auch unsere Heimat. Wir werden uns mit allen Mitteln verteidigen. Ihr Jedi habt hier nichts zu sagen. Aber ihr seid keine Bedrohung. Nur auf die Fleischräuber kommt es an. Rajivaris Hologramm hat mir gezeigt, wie man sie bestraft. Die Fleischräuber werden kommen, aber nicht wieder gehen. Ein gnadenvoller Tod, verglichen mit dem, was mein Volk erleiden musste. Ihr werdet uns noch beide umbringen. Es gibt versteckte Wunder, Jedi. Und meine Reise hat gerade erst begonnen. Und jetzt lauft oder sterbt. Okay, der Kerl ist wahnsinnig. Fehlen noch für die Bonus. Ah, einer ist hinter uns. Na, kann man einfach durchlaufen. Keine Panik. Level 5 hat es auch noch gereicht. Brauchen wir jetzt nicht mehr ausruhen, haben wir nämlich alles wieder aufgefüllt. So. Und jetzt müssen wir zurück zum Jedi-Tempel. Und dafür, denke ich, können wir unsere Schnellreise verwenden. Schnell nach Kalikuri, zwei Quests abgeben und dann ab in den Jedi-Tempel. So funktioniert das Schnellreisesystem. Das ist äußerst praktisch, man muss sich nicht mit einem einzigen Punkt binden, sondern wie ihr gesehen habt auf der Karte, man kann sich einfach aussuchen, wohin man gerne möchte, und das Schnellreisesystem bringt einen automatisch dorthin. Das ist ziemlich cool. Abgangszeit ist leider 30 Minuten, aber viel öfter wird man es glaube ich auch nicht brauchen. So. Jedi, ihr seid zurück. Was ist da draußen passiert? Wo ist mein Vater? Er hat Frieden gefunden. Ich bringe euch seinen Ring. Ist das alles, was von ihm übrig ist? Diese Ungeheuer. Sagt mir, dass sie für ihre Taten gelitten haben. Ich ging fort, um jemanden zu retten, nicht um eure Blutgier zu stillen. Dann habt ihr diese Ungeheuer also leben lassen? Ich sollte euch dankbar sein, dass ihr die Wahrheit entdeckt habt. Doch ihr schändet das Andenken an meinen Vater. Trauert um euren Vater und lebt weiter, bevor die Wut euch verzehrt. Euer Rat kann mir gestohlen bleiben, Jedi. Lasst mich mit meiner Trauer allein. Wir werden nie wieder miteinander reden. Ich übernehme natürlich den Willenskraftstem. Perfekt, jetzt brauchen wir sicher welche kaufen. Also, wie ihr seht, ab und zu kriegt man auch welche als Belohnung. Meistens kann man sich aussuchen, welchen man dann haben will. Den für Ausdauer und für Willenskraft.
Unser läuft aber noch eine halbe Stunde. Und wir sind fast bei 1000 Credits, also wie gesagt, keine große Investition. Ihr seht gut aus, Jedi. Ich hoffe, die Fleischräuber haben euch nicht verletzt. Habt ihr das widerwärtige Elixier vernichtet? Ich habe mich um alles gekümmert. Ihr habt die Welt von etwas sehr Bösem befreit. Die Fleischräuber werden vielleicht neues Elixier herstellen, doch wir werden es ihnen nicht leicht machen. Ich bin dankbar für das, was ihr getan habt. Nehmt dieses Geschenk mit meinem Segen an. Gehen wir nun in Frieden auseinander. Schick. Robenrock des Jedi-Anwärters. Aha. Sehen wir auch endlich wieder aus wie ein Jedi-Botschafter. Wunderbar. Und jetzt müssen wir noch zum Jedi-Tempel und dafür nehmen wir das Taxi. Was, glaube ich, so ein kleiner Speeder ist. Den kann man hier drüben schon sehen. Das Imperium, glaube ich, auf den Verfolgungsjagden im Wald auf dem Planeten der Ewoks verwendet hat oder so. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. Cool. Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht vertan. An alle Star Wars Fans, sorry, falls ich irgendwas falsch erzähle. Bitte korrigiert mich dann. Ich will auch was dazulernen hierbei. Ich glaube, das stimmt. So, damit geht die ganze Reise auch schon gleich viel schneller. Und damit sind wir schon im Jedi-Tempel. Wunderbar. Zurück zu Meisterin Yuan. Und dann war es das, glaube ich, für dieses Video. Padawan, ich habe gerade mit Rana Tau Wen gesprochen, der Tochter der Matriarchin von Kalikori. Es ging um deinen Besuch im Dorf. Ich will, dass du darüber meditierst, was du gelernt hast. Solche Erfahrungen sind es, die uns als Jedi prägen. Ja, natürlich. Wir sollten uns überzeugen, dass Rajivaris Hologramm sicher ist. Der Holoprojektor wurde von einem Twi'lek, einem gewissen Nalin Raloch, gestohlen. Er lernte Machttechniken von Rajivaris Hologramm. Er war offensichtlich instabil. Ein Dorfbewohner? Sehr ungewöhnlich. Dann ist dieser Nalin empfänglich für die Macht. Mal sehen, was er gesehen hat. Aktivierungsprotokoll gestartet. Ein paar Worte. Ist dies mein ganzes Vermächtnis? Nein. Meine Feinde sind schon lange tot. Es ist Zeit. Hört mich an. Ich habe wahre Weisheit zurückgelassen. Für diejenigen, die den Weg gehen, den die erste Klinge weist. Vom Heiligtum des Ordens aus. Alles andere ist vergänglich. Meine Güte, wahre Weisheit. Padawan, er redet von der Quelle von Rajivari. Was ist die Quelle von Rajivari? Nachdem Rajivari gefallen ist, behaupteten manche, er habe ein großes Archiv seines Wissens und seiner Lehren erschaffen. Die Quelle von Rajivari. Generationen von Jedi haben danach gesucht und nichts gefunden. Bei allen angesehenen Gelehrten gilt die Quelle als Schwindel, aber wir haben eben den Beweis dafür gehört. Es hieß, man solle dem Weg folgen, den die erste Klinge weist, vom Heiligtum des Ordens aus. Welches Heiligtum? Kalett! Die Ruinen von Kalett! Der Name bedeutet geheiligt! Es sind die Überreste einer alten Festung. Den Anzeichen nach wurde Kalett in einer großen Schlacht zerstört. Alte Druiden durchstreifen noch heute diese Ruinen. Aber diese erste Klinge ist ein Rätsel. Wenn es einst eine Festung war, könnten Waffen gemeint sein, die in Kalett gelagert wurden. Wir haben mehrere alte Waffen in einem Abschnitt Kaletts gefunden, aber keine erste Klinge. Dennoch ein guter Ort zum Beginnen. Ich habe deine Ausbildung so sorgfältig geplant, aber die Macht hat angegriffen. Die Quelle von Rajivari zu finden und Nalin aufzuhalten, muss eine große Prüfung sein. Auch wenn die Macht meine Ausbildung bestimmt, will ich eure Hilfe, Meisterin Yuan. Ich danke dir. Du solltest wissen, Padawan, dass der Rat in der Regel eine derartige Ausbildung ablehnt. Aber ich werde Ihnen alles erklären.
Konzentriere dich vorerst darauf, Khaled zu erkunden und die erste Klinge zu finden. Melde dich sofort über den Holo-Kommunikator, wenn du Erfolg hast. Wunderbar, jetzt haben wir gleich auch noch was für unser Handgelenk gefunden. Kommen. Sehr schön. Damit fehlt uns nur noch ein Gürtel. Kopf kommt, glaube ich, relativ spät und der ganze andere Kram, den man später bekommen kann. Okay, wir sind jetzt hiermit fertig für Episode 2. Kalikori ist damit abgeschlossen und auch im Gebiet der Fleischräuber sind wir gewesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr die nächste Episode wieder einschaltet, wenn wir dann die Ruinen von Khaled erkunden. Danke fürs Zuschauen. Bitte lasst Kommentare, wie immer, und auch Bewertungen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye, bye.